Hallo Leute, ich bin heute nochmal zum Stegskopf zurückgekehrt, weil ich letztens nochmal bei Google Maps geguckt habe, wie ich die Strecke gelaufen bin vor 2 Tagen und da ist mir dann aufgefallen, dass ich ein paar Gebäude hier übersehen habe. Und da musste ich gerade nochmal wiederkommen und mir die auch nal anschauen. Ja, und die Gebäude hier sind tatsächlich richtig gut im Wald versteckt. Die sieht man wirklich nur von oben. Das ist auch jetzt heute kein Wandervideo, sondern eher sowas wie ein Lost Place Video. Weil ich jetzt nicht unbedingt irgendeine Wanderstrecke laufe oder sowas. Weil das sind wahrscheinlich einfach irgendwelche Lagerhallen hier gewesen. Ja, leider, alles abgeschlossen. Aber ich werde hier der alten Straße mal so ein Stückchen folgen, wo die mich hinführt. So, hier habe ich jetzt einen Bunker gefunden, der sogar offen ist, aber leider vollkommen leer. Schade. So, hier hinten hätten wir dann noch sowas wie, ich schätze, das wird mal ein ehemaliges Wachhäuschen gewesen sein oder so etwas. Schauen wir uns das auch mal an. Ach nee, da hängen ja sogar Gardinen drin. Ah, die Tür ist offen, das schaue ich mir mal gerade an. Man dann also gesessen und sich so die Zeit vertrieben. Ich meine, das ist der Weg hoch zur Kaserne. Den werde ich jetzt mal nehmen. Ah, da hinten hätten wir noch ein Klohäuschen. Ja, hier oben kann sich die Natur noch mal so richtig entfalten. Ja, es herrscht hier eine fast gespenstische Stille. Man hört kaum Vögel, Grillen jede Menge, aber ansonsten ist das schon so ein ganz bisschen unheimlich hier. Da hätten wir übrigens die Kaserne auf dem Stegskopf. Da werde ich jetzt versuchen, links dran vorbeizugehen. Ich klingel mal, vielleicht macht da jemand auf. Keine Reaktion. Ja, ich habe mich dann doch drunter durchrollen lassen. Ich möchte ja auch nur die Kaserne einmal schnell durchqueren. Durch die Siegfried-Koch-Straße. Ja, wie ihr selbst sehen könnt, steht hier alles leer. Absolut nichts wird hier genutzt. Eigentlich eine Schande. So, das hier war wohl der alte Sportplatz.
Ja, hier hinten geht es ja weiter mit solchen Übungsgebäuden, Übungstürmchen. Da führt gar keine Treppe hoch. Hier hätten wir noch so ein kleines Häuschen. Wow. Sogar ein mehrere Teppiche. Okay. Hier ist dann doch einiges an Müll drin. Ja, und damit ihr auch mal die Aussicht von hier oben genießen könnt. Der Blick hier ist wirklich fantastisch. Ja, das war's dann für heute mit meinem kleinen Video vom großen Stegskopf, meinem dritten Video jetzt. Und ich habe immer noch nicht alles gesehen. Den Platz, den ich heute ursprünglich besuchen wollte, das war nicht so einfach, beziehungsweise ich bin nicht reingekommen. Da ist wohl dann eher Teamwork gefragt. Ja, ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, wie immer, Daumen nach oben, abonnieren und bis zum nächsten Mal und einen schönen Abend noch. Ciao.